Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Abschiebungen der jungen Frau Banu O hat uns in den vergangenen Wochen immer und immer wieder beschäftigt. Durch das hartnäckige Nachhaken der Opposition sind immer neue Enthüllungen über die skandalöse Berliner Abschiebepraxis ans Tagelicht gekommen. Herr Banzer, vielleicht können Sie sich lieber hinsetzen und besser zuhören. Was halten Sie davon? Dabei wurde deutlich, unter Führung der CDU ist es zu einem Kurswechsel in der Berliner Integration und Flüchtlingspolitik gekommen. Der Berliner Ausländerbehörde geht es unter Senator Henkel nur noch darum, möglichst viele Menschen abzuschieben. Schließlich muss sie ja seine Zielvorgaben zu Abschiebungen erfüllen. Man muss sich das mal auf der Zunge ergehen lassen. Es gibt im Land Berlin mittlerweile Zielvorgaben zu Abschiebungen, und das ist widerlich. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, das haben Sie richtig gehört, das ist widerlich. Daher nimmt es die Ausländerbehörde mit der Einhaltung rechtsstaatlicher Kriterien auch nicht so genau. So ist die Zahl der für die Betroffenen äußerst belastenden Direktabschiebungen in den letzten Jahren sprunghaft gestiegen. Im Fall Banu O hat die Berliner Ausländerbehörde falsche Tatsachen vorgespiegelt, um die Betroffenen in die Ausländerbehörde zu locken und so schnell wie möglich außer Landes zu schaffen. Ein dubioser Mediziner, der uns allen inzwischen ja bekannt ist, hat sie im Auftrag der Ausländerbehörde für reisetauglich erklärt, obwohl sie schwere Flugangst hat und einen Nervenzusammenbruch erlitt. Doch als dies war egal, der Flieger stand schließlich schon bereit und konnte nicht warten. Daher wurde sie mit Psychopharmaka ruhiggestellt. Auch die Härtefallkommission, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist unter Rot-Schwarz zu einer Institution ohne Gestaltungsrahmen verkümmert. Rund zwei Drittel aller Härtefälle werden von Senator Henkel abgelehnt, und zwar nach Gutsherrenart und ohne Begründung. Unter Rot-Rot hatte der damalige SPD-Innensenator Körting noch 70% aller Härtefälle stattgegeben. Es gibt großen Handlungsbedarf. Wir wollen eine Änderung der Berliner Integration und Flüchtlingspolitik. Wir wollen die Missstände in der Ausländerbehörde und Abschiebepraxis in Berlin abstellen, und zwar sofort. Dazu braucht es unserer Meinung nach keinen Untersuchungsausschuss, sondern andere politische Ziele. Deswegen werden wir uns zu Ihrem Antrag auch enthalten, liebe Frau Bayram. Im Bereich der Rückführungen hat das Land Berlin große Spielräume. Diese müssen vollständig ausgeschöpft werden. Menschen muss in allererster Linie eine Bleiberechtsperspektive geboten werden. Sind alle Spielräume erloschen, muss der freiwilligen Ausreise Priorität vor der zwangsweisen Durchsetzung der Ausreisepflicht eingeräumt werden. Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ich komme gleich zum Schluss. Wir wollen fachärztliche Standards bei Abschiebungen sichern. Die Bundesärztekammer setzt sich seit Jahren für die Wahrung ethischer und medizinischer Grundsätze bei Abschiebungen ein. Die Reisefähigkeit der Betroffenen muss zweifelsfrei sichergestellt sein. Man darf diese medizinische Entscheidung nicht irgendwelchen dubiosen Honorarärzten im Auftrag der Ausländerbehörde und Polizei überlassen. Dazu brauchen wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, unabhängige, fachlich qualifizierte Ärzte. Zahlreiche Innenministerien haben bereits Verwaltungsanweisungen mit dem Ziel erlassen, um unnötige Härten bei Abschiebungen für die Betroffenen zu vermeiden und fachärztliche Standards bei Abschiebungen einzuhalten. Berlin muss seine Behörden ebenfalls dazu anweisen. Darüber hinaus muss die Praxis der Direktabschiebungen unverzüglich beendet werden. Der Rechtsschutz der Betroffenen bei Abschiebungen muss gestärkt werden. Dazu muss die Ausländerbehörde grundlegend neu aufgestellt werden. Der unter Rot-Rot eingeschlagene Reformprozess muss neu aufgenommen
und verstärkt werden. Dafür werden wir, lieber Benedikt Lux, dafür werden wir uns in den kommenden Wochen und Monaten einsetzen und entsprechende Anträge einbringen. Ja, liebe Benedikt Lux, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Grünen, wir haben die Verantwortung, und die Verantwortung übernehmen wir gerne in diesem Fall. Und deswegen stellen wir Anträge, und deswegen wollen wir in diesem Bereich auch Änderungen sofort erreichen, nicht auf die Ergebnisse eines Untersuchungsausschusses abwarten. Herzlichen Dank.